Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe zu den französischen Adjektiven. Nun, im ersten Teil und im zweiten Teil denke ich auch, da ging es ganz schön zur Sache, das war schwer. Der dritte Teil ist netterweise einer, wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann. Es werden ein paar Sachen wiederholt, es gibt einige kleine Besonderheiten, aber eigentlich nicht weiter schwierig. Also sehen wir uns das an. Französische Adjektive. Die meisten Farbadjektive verändern sich und richten sich in Geschlecht und Zahl nach ihrem Bezugswort. Es gilt also genau das Gleiche wie für die allermeisten anderen Adjektive. Auch hier gibt es keinen Unterschied. Also Singular männlich, keine Änderung. Das bedeutet, das ist so die Variante, die bei euch in der Vokabelliste steht. Ist es weiblich Singular, kommt ein E an die männliche Singular-Variante. Ist es männlich Plural, kommt ein S dazu. Ist es weiblich Plural, kommt ein ES an die männliche Singular-Variante. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues mehr. So, und deswegen haben wir zum Beispiel bleu, blau. Also männlich Singular, bleu. Männlich Plural, bleu. Avec un S, weiblich Singular bleu, avec un E, weiblich Plural bleu, avec ES. Nun, bleu, 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 bleu. Tja, also in der Aussprache höre ich hier überhaupt keinen Unterschied. Müsst ihr das allerdings aufschreiben und ich denke, in euren Schulaufgaben müsst ihr das großenteils tun, dann müsst ihr diese Veränderungen selbstverständlich vornehmen. Je nach dem Bezugswort, was ja bekannterweise ein Nomen oder ein Pronomen ist. Wir haben vert, vert, avec un S und wir haben vert, vert. Also das hatten wir bei den Adjektiven im ersten Teil ja auch schon. Manchmal hören wir die Veränderung in der weiblichen Form, wie zum Beispiel bei vert. Manchmal hören wir sie nicht, wie zum Beispiel bei bleu. Dann haben wir rouge, das hat dieses stumme E am Ende und das hatten wir im ersten Teil auch schon. Also wir haben rouge und in der weiblichen Singular-Variante kommt jetzt nicht nochmal ein E dazu, sondern dieses E der männlichen Singular-Variante bleibt in der weiblichen Singular-Variante einfach bestehen. Rouge, 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 rouge. Und wir haben gris, gris, also gris. Wir hatten, ihr erinnert euch vielleicht, im ersten Teil français als Adjektiv, das endet mit einem S. Gris, grau, endet auch mit einem S und hat jetzt in der männlichen Pluralvariante kein Doppel-S deswegen. Also das S, das schon in der männlichen Singular-Variante da ist, ist auch in der männlichen Pluralvariante da. Gris, gris, grise. Also hier höre ich auch im weiblichen Unterschied. Gris, gris, grise, grise. So, also die gleichen Regeln, die wir im ersten Teil für die Adjektive aufgestellt haben, die gelten grundsätzlich eigentlich auch erstmal für die Farbadjektive. Und dazu gibt es auch nur sehr wenige Ausnahmen. Aber ein paar gibt es eben doch. Sehen wir uns das an. Wir sagen zum Beispiel im Französischen, des chemises marron. Also marron, das ist so braun, kastanienfarben. Chemise ist hier ganz deutlich Plural, es ist deutlich weiblich. Und marron wird trotzdem in der unveränderten männlich Singular-Variante verwendet. Des chemises marron. Wir haben des cheveux, das ist ja männlich und es ist Plural, des cheveux, aber wir sagen orange. Es kommt kein S dazu. Also hier auch für orange die männliche Singular-Variante. Wir sagen une veste abricot. Also une veste ist ganz klar weiblich. Trotzdem haben wir Aprikot, also so Aprikosenfarben, haben wir in der männlichen Singular-Variante. Une veste café, Kaffeefarben. Une veste caramel, une veste champagne, also so Champagnerfarben oder Karamellfarben. Also auch hier keine Veränderung meiner Adjektive. Wir sagen sehr wohl les yeux bleus. Blaue Augen, also hier les yeux bleus, hier habe ich ein S dran an dem bleu, weil les yeux ist männlich und es ist Plural. Aber wir sagen les yeux bleu vert, blau-grüne Augen oder grün-blaue Augen, je nachdem. Und hier bei bleu vert plötzlich keine Veränderung mehr, aber les yeux bleu sehr wohl mit S. Wir sagen une voiture bleu clair, ein hellblaues Auto. Une voiture ist ganz klar weiblich, bleu clair, in den jeweiligen männlichen Singular-Varianten. Und wir sagen une voiture bleu foncé, ein dunkelblaues Auto. Also auch hierbei une voiture, eigentlich weiblich, Singular, bleu und foncé, jeweils in den männlichen Singular-Varianten. Also in all diesen Varianten, Ausnahme les yeux bleus, damit S,
ist mein Adjektiv erstmal unverändert. Warum ist das so? Hier die zwei kleinen Regeln. Bei Adjektiven, die von einem Nomen abgeleitet sind, fügen wir keine Veränderung ein. Also verwenden wir die männliche Singular-Variante. Marron, hier geht es um die Kastanie oder um den Kastanienbaum. Orange, hier geht es um die Orange. Apricot, Aprikose. Kaffee, der Kaffee. Karamell, das ist auch von einem Nomen abgeleitet. Karamell und Champagne ist das Getränk oder die Gegend in Frankreich, ist auch vom Nomen abgeleitet. Also alle diese Adjektive sind von einem Nomen abgeleitet. Das gilt besonders für Früchte. Und die werden nicht an das begleitende Nomen angeglichen. Sie bleiben in der männlichen Singular-Variante erhalten. So, und in diesem zweiten Block ist jedes Mal, sind jedes Mal zwei Farbadjektive dabei. Les yeux bleu vert, une voiture bleu clair, une voiture bleu foncé. Und wenn wir zwei Farbadjektive als Begleiter haben, dann gibt es keine Veränderung mehr. Bleiben beide in der männlichen Singular-Variante bestehen, völlig egal, ob das jetzt Plural oder weiblich ist. Also, von Nomen abgeleiteten Adjektive und bei zwei Farbadjektiven dürft ihr, was heißt dürft ihr, müsst ihr die männliche Singular-Variante verwenden und keine Ergänzung bzw. keine Veränderung mehr einfügen. Das sind die beiden Ausnahmen. Ansonsten die Farbadjektive bitte ganz genauso behandeln, wie alle anderen Adjektive auch oder wie zumindest die meisten anderen Adjektive auch. Das heißt, sie müssen dann in Genus und Numerus an das begleitende Bezugswort angeglichen werden. That's it, das war's mit dem dritten Teil. Wie gesagt, das war jetzt nicht so schwierig. Im vierten Teil geht es dann um die Wortstellung. Es geht darum, ob Adjektive im Französischen vor dem Nomen oder nach dem Nomen stehen. Und dann geht es auch noch darum, dass es Adjektive gibt, die jeweils eine Bedeutungsveränderung haben, je nachdem, ob sie davor oder danach stehen. Das alles ist im Teil 4 und wir sehen uns, wenn ihr da hinkommt. Und bis dahin sagen wir Salut et au revoir.